drei, also Don, Mats und ich, wir sind eure Mütter. Wir treffen uns heute hier in Korbach. In der Freilichtbühne. Richtig. Wir haben hier die drei, nee, ihr seid eigentlich gar keine Damen, aber die Gruppe Eure Mütter. Da wären wir gleich bei meiner ersten Frage, wieso heißt ihr eigentlich Mütter? Wir heißen ja nicht Mütter, wir heißen ja Eure Mütter. Ja. Das ist schon mal der Name. Das ist gleich ein sehr enges Verhältnis zum Publikum schafft, wenn wir auf die Bühne kommen und den Abend eröffnen mit den Worten, wir sind eure Mütter, da fühlt sich jeder gleich gut aufgehoben und zu Hause und das klappt von Beginn unserer Karriere an ganz hervorragend. Wobei wir dir gar keinen großen Vorwurf machen können, weil der Name führt immer wieder zu Verwirrungen. Und ich habe die erotische Reibeisenstimme, so wie Joe Cocker von den Pussycat Dolls. Und zusammen sind wir die Sexy Boys. Von diesem Namen? Oder seit wann? Ich habe mal gelesen, glaube ich, seit 2002 ungefähr seid ihr aktiv. Seit 1999 sind wir unterwegs. 3 Jahre länger. Okay. Es gibt zu Hause noch eine ganze Liste mit Namen, die wir uns eventuell geben wollten. Zum Beispiel die Ritter der Tafelschokolade und Holzkuchen. Denken Sie immer noch nach. Und eure Mütter steht nicht mal drauf auf der Liste. Also insofern, wir können es nicht nachvollziehen. Also sehr, sehr, sehr tiefsinnige Namen alles. Mhm. Auf jeden Fall. Ich war lange Zeit dafür, dass wir uns Matze Weinmann nennen. So okay. Wie Bon Jovi, der auch irgendwann mal die gute Idee hatte, er nennt seine Band so, wie er selber heißt, Bon Jovi. Aber ich fand's super. Aber ich fand's auch gut, aber wir haben dann festgestellt, dass es noch eine andere Comedy-Gruppe gibt namens Matze Weinmann und dann gab's rechtliche Streitigkeiten und dann haben wir uns auf unsere Mütter geeinigt. Ich hatte gedacht, ihr wärt vielleicht zu dominant gewesen. Hättet ihm das verboten. Nein, gar nicht. Wir verbieten uns nie irgendwas. Ihr habt ja ganz schön crazy Kameraarbeit hier. Ja. Ich glaube, ich provoziere jetzt einen Unfall. Ich bremse ab und er fährt in mich rein. Dann steig ich aus und geh freundlich lächelnd auf ihn zu und lad ihn ein zu einem Rendezvous. Was hält die denn jetzt bei einer grünen Ampel? Gleich ist es so weit. Mein Bremsweg ist zu lang, gleich mach es vor. Ich bin so aufgeregt. Und ich bin nicht mal angeschnallt, ich bin doch ein Idiot. Ich habe es immer schon überlegt, ist das tiefsinnig oder... Wir können das Interview hier auch abbrechen. Also Security hier... Ist es tiefsinnig oder intellektuell? Es ist Kultur. Ja. Mhm. Es ist auf jeden Fall Kultur und wenn es deinen intellektuellen Horizont übersteigt, Christian, wenn du unsere Nummer nicht schnallst, dann tut es mir sehr leid. Ja, so aber das eine oder das andere habe ich schon kapiert. Okay. Deswegen haben wir auch schon früh reagiert und haben jedes unserer Programme auf DVD veröffentlicht, damit jeder, der die Witze beim ersten Mal nicht komplett begreift, das daheim wieder nacharbeiten kann. Und die kann man natürlich kaufen, wo? Auf www.euremütter.de/shop. Gut. Da kann man sich auch ein T-Shirt kaufen, auf dem eure Mütter steht. Falls man unseren Gruppennamen vergisst. Da kommt unser Techniker gerade cool die Treppe runter, wenn du mal filmen willst, Uwe. Schau mal, das ist unser cooler Techniker. Andere Seite. Das ist der Roland. Okay. Ja. Genau. Und gegen später dann hat sie mir noch gesagt, dass sie bisexuell ist. Geil! Boah, und wie hast du aufgerissen? Sag mal, spinnst du? Ich bin doch nicht bisexuell. Ich sag lediglich, wenn man tatsächlich bloß 5 Sekunden hat, dann muss man im Prinzip sofort ans Eingemachte gehen. Da musst du gleich ran. Ich weiß auch, was du meinst. Und ich bin da seit einiger Zeit an was dran. Das möchte ich jetzt heute Abend mal ausprobieren. Hm. Nimm doch mal die Zeit, komm. Okay. Und los. Hey Baby, schau mal, was ich dir Schönes mitgebracht habe. Nicht schlecht. Bisschen aufwendig, oder? Ja, stimmt, und das Kratzen in der Hose. Ja, schon seit 4 Tagen. Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir denken uns das zu dritt aus, entweder jeder für sich und stellt es den anderen beiden vor, oder die Sachen entstehen so, wenn wir gemeinsam entweder am Schreibtisch sitzen oder im Bus zu einem Auftritt.
Also im Prinzip ist der kreative Prozess gemischt. Wobei wir ganz selten in der Straßenbahn zum Auftritt fahren. Ja, außer okay. Wir haben an der Haltestelle einen Auftritt. Ja. Wann kamt ihr auf die Idee, sowas zusammen zu machen? Mal so eine Comedy-Sache oder habt ihr schon immer mal so ein bisschen auf Partys rumgeulgt oder so und hattet dann die Idee, Mensch, damit könnte man auftreten oder wie kam diese Idee? Wir haben gemerkt, dass man mit Comedy unheimlich geile Weiber aufreißen kann. Okay, das ist ein Argument, vielleicht soll ich umschmecken. Ja. Außerdem achten wir immer darauf, dass wir privat wahnsinnig langweilig sind. Ja. Und um das auszugleichen, müssen wir das auf der Bühne dann in kompakter Form den Leuten vor den Latz knallen. Eigentlich nur wegen dem schnöden Mammon oder weil ich das echt Spaß mache? Ich hab's dir doch gerade schon erklärt, Mann. Ich hab's dir doch gerade schon erklärt. Die Weiber. Unglaublich. Aber dass wir damit Geld verdienen, ist natürlich ein erfreulicher Nebeneffekt. Aber das allein wird uns nicht motivieren. Wir brauchen die Lacher der Menschen. Ja. Wir brauchen den Applaus. Wir brauchen Interviews mit Leuten wie euch. Das ist das, was uns froh macht in diesem Beruf. Ich denke auch, ihr seid ein kommender Stern. Das ist so mein Eindruck. Ja, wir hoffen, dass wir schon mehrmals gekommen sind und dass wir in unserem Leben noch mehrmals kommen werden. Ja, noch höher. Ja, noch höher geht vielleicht immer, aber wir können uns nicht beschweren. Gut. In der Tat gibt es viele Kollegen, die nebenbei noch irgendwas anderes arbeiten müssen, um zu überleben. Da sind wir in der glücklichen Lage. Ja, Matze zum Beispiel nicht, er hat sich ja ein zweites Standbein als Alkoholiker. Macht eine Ausbildung zum Alkoholiker. Ja, man weiß nie, was ist, aber weiß nie, wie lange die Comedy ist. Ja. Nein, und wie der Andi sagte, wir sind in der glücklichen Lage, damit genug Geld zu verdienen, dass das unser Hauptberuf ist, seit vielen Jahren. Aber wie in jedem anderen Beruf, glaube ich auch, wenn es einem Spaß macht, macht man es nicht wegen des Geldes, sondern man macht es, weil einem der Beruf Spaß macht. Ja, und deswegen macht man das natürlich auch, weil... Ja, Verzehrmarken. Verzehrmarken, die ich nachher auf der Schlemmermeile noch verbraten werde. Meine sind schon weg. Ein Flammkuchen, ein Crepe mit Nutella und Banane und eine kleine Cola. Ja, und ich wollte da drüben gerade eine Cola und dann sagt er hier, Verzehrbarungs, weiß er nicht, er arbeitet nur hier. Dann sage ich ja, ich bin nur Kunde, ich weiß es auch nicht. Also ich musste bezahlen. Also ich habe noch nichts ausgegeben. Ich bin mal gespannt, was ich dafür nachher noch kriege. Zur Not kannst du ja die Marken essen. Billige Reize sind nicht sehr emanzipiert. Billige Reize, denn die Frau wird reduziert. Das weißt du und das weiß ich, nur meine Eier wissen es nicht. Billige Reize. Billige Reize, darauf bin ich programmiert. Billige Reize, langsam bin ich interessiert. Billige Reize funktionieren garantiert. Komm, Baby, zieh dir Strapse an, dass ich dich besser poppen kann. Oh, Entschuldigung, ist mir, nee. Jetzt auf einmal muss es dir doch. Es gibt ein paar Sachen, die bin ich schlecht. Zum Beispiel Zungenpiercing, Lipgloss, Platin, blond gefärbtes Haar. Enger Lederbody unten aufknöpfbar. Billige Reize. Wir dachten ja immer, Korbach sei irgendwie ganz nah bei uns irgendwo in Baden-Württemberg. Jetzt haben wir mit Schrecken festgestellt, dass wir morgen 4 Stunden heimfahren müssen. Ja, das stimmt. Zumal Korbach ist ja jetzt Hansestadt geworden. Das deutet ja gibt's schon hier auf ein Meer oder was? Ist die Handelswege der Hanse. Aha, hier durch. Aber das deutet ja schon darauf hin, dass es doch deutlich nördlicher ist als Baden-Württemberg. Ja, das stimmt. Was sind wir hier? Nordhessen. Nein, Mann, welche Breitengrad? Lieber Freund, du weißt ja gar nichts, du bist ja null vorbereitet, Christian, auf das Internet. In jenem kleinen Dorfe am Fuße des Weiner Peach hatte jeder die Angst vor dem schrecklichen Lama den Tag. Ei, 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 ei. Es